Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Halbmarathon Woche 2. Wenn jemand weiß, wie man diese knackende Pedale wegbekommt, einen Schrauber kennt oder selbst ein Schrauber ist, möge er sich bitte bei mir melden. Ich würde mich sehr freuen. So, wir gehen jetzt schwimmen, damit das da immer kleiner wird. Wir machen jetzt richtig geil Planschen. Ohne Springen und ohne Planschen. Einfach nur schwimmen. Das war schön. Ich fühle mich jetzt entspannt, aber nicht ausgepowert. Ganz erfrischt. Naja, aber das war auf jeden Fall ein Sport, den man weitermachen kann. Hilft gut weiter, trainiert alle Muskeln. So, jetzt kommt noch eine kleine Übung. Das ist unsere schöne, laute Straße hier. Ja. Also. Na, hier ist aber nicht. Denk an die Suppe. So, oben angekommen, hat man natürlich Hunger. Das ist man dieser Frage, wollen wir jetzt nachgehen, indem wir einmal schauen, was machen wir heute, was essen wir. Nun, mir steht der Sinn ganz besonders nach einer gar köstlichen Gemüsesuppe und da schauen wir jetzt mal drauf. Das ist nämlich... Schatz, was ist das nochmal, die Suppe? Eine Gemüsesuppe. Das ist eine Gemüsesuppe mit ein wenig Würstchen drin. Wunderbar. Was hat er denn noch so gegessen, der Halbmarathonmann? Da hätten wir einmal das Müsli, den Joghurt, Weintrauben und eine Banane. Diese Superstars des gesunden Essens ergeben zusammen... Captain Quarkmüsli mit Früchten. Marathonmann spielt. Dazwischen? Da, 2:00. Jetzt ist auch der Schiedsrichter auf dem Platz erschienen. Englisch. Oh! Moment! Nein! Der ist ein Salat auffangen. Passt doch immer der Ball rein! Linie, ne? Ja, trotzdem. Komm jetzt hier mal. 4-1. Jetzt! Schweine! Schweine! Jetzt setzt aber das Konditionsdefizit ein gegen den frischen kleinen Gegner. Er rennt ihn über den Haufen. Oh.
Das müssen wir genauer drauf haben. Oh, Schwein! Sein Opfer. Ihr Schwein! Ja, Mia! Gib Küchchen, Mia, gib Küchchen! So, Halbmarathon-Man ist jetzt fertig mit Fußballspielen. Hier den kleinen Kollegen Philipp habe ich fast besiegt, aber nur fast. Er hat dann doch besser getroffen als ich. Nicht wahr, Philipp? Mhm. Ja? Hast gewonnen. Und jetzt überlegen wir noch, ob wir fechten oder ein Ründchen Basketball spielen. Fechten! Hey. Sehr schön. So, das war eine Stunde Fahrradfahren. Aufgrund der knackenden Pedale ist es leider nicht ganz so lange geworden. Da kann man ja. Nichtsdestotrotz war es natürlich eine wahrscheinlich voraussichtlich erfolgreiche Woche. Wie erfolgreich die vergangene Woche war, das sollen wir mal schauen. Eine Woche rum, wie viel leichter bin ich denn? Ja, erstaunlich, 900 Gramm schon. Im Grunde liege ich damit ganz gut im Schnitt. Also wenn wir jede Woche ein Kilo abnehmen, dann sind es 4 pro Monat. Und das sind dann 24 Kilo bis zum Halbmarathon. Also, alles bestens. Kann ich dann ganz beruhigt schlafen gehen. Ansonsten hoffe ich, ihr habt viel Spaß gehabt beim heutigen Film. War ja sportlich sehr vielseitig. Und damit verabschiedet sich Halbmarathonmann für diese Woche. Ein schönes langes Wochenende. Möget ihr spaßig und glücklich sein. Muah.